Dienen bedeutet, seine eigenen Möglichkeiten einem anderen zur Verfügung zu stellen. Dies sagte Kardinal Renato Raffaele Martino, der Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden, zum Anlass der Vorstellung seines Buches »Der Gerechtigkeit und dem Frieden dienen«, die in der Lateranuniversität am 25. November in Rom stattfand. Non è una parola. Dienen ist kein schlechtes Wort, jemand anderem zu unterstehen. Es ist ein sehr nobler Begriff, denn er bedeutet, seine eigenen Fähigkeiten in den Dienst eines anderen zu stellen. Wenn ich in meiner Funktion agiere, stehe ich nicht nur im Dienst an mir, sondern auch an der ganzen Gesellschaft. Also besonders die Politiker und die Administratoren müssen das, was sie tun, in diesem Geist des Dienstes an anderen tun. Der Kardinal erklärte unter Bezugnahme auf den Titel des Buches, wie man Gerechtigkeit und Frieden fördert. Man braucht den Dialog als Instrument. Das bedeutet, dass wir uns nicht innerlich mit unseren eigenen Meinungen verschließen und so verhindern, dass ein anderer mit seinem guten Werk, mit dem Dialog zur Verbesserung der Welt beitragen kann und somit der Gerechtigkeit und dem Frieden hilft. Col dialogo a, a migliorare il mondo e quindi ad avere la giustizia e la pace.